Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Huma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, wie auch den Blatin Guide. Natürlich auch den Blatin Livestream hier auf YouTube. Doch heute dreht sich alles um. Starfield, ja, meine lieben Freunde, Starfield. Heute dreht sich alles um Starfield. Checkt auf jeden Fall auch gerne, wenn ihr Bock habt, dieses Video aus. Das war das letzte, was ich zu Starfield gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt auch gern dieses Video aus. Das ist eines meiner anderen Content zu einem anderen Blockbuster. Und bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los. Und wie sage ich immer so schön, Semper Fi. Let's do it. This is the future. Evolution. This is the future. Checkt auf jeden Fall mein nagelneues Video aus, alle Hintergründe und damit auch alle Fähigkeiten, die ihr dazu bekommt. Weil ihr bekommt ja drei grundlegende, je nachdem, was ihr für einen Hintergrund wählt. Und jetzt kommt's. Jetzt in diesem Livestream und später dann in einem kleinen Erklärbar-Video werde ich euch zeigen, wie ihr zu einem legendären Kampf oder Raumanzug kommt und zum geilsten Spiel, Clickbait Party ever. Nein, zum geilsten. Ah ne, lassen wir das mit der Clickbait Party. Nein, Quatsch beiseite. Hier ist eine ganz normale Hauptquest. Die will ich auch gleich mal zeigen, wie diese Quest heißt. Hauptquest, da. Genau, wir sollen... Ah ja, genau, das sollen wir machen. Die alte Heimat, das ist die Hauptquest. Und wir gucken gleich mal auf die Sternenkarte, wo das ist. Weil die Sternenkarte wird nachher wichtig sein. Das ist ja hier der Mond. Ihr seht das schon. Und beim Mond ist so eine alte Station, eine Raumstation. Da werden wir gleich andocken. Dann werden wir wahrscheinlich gegen ein paar Hafensänger kämpfen. Und dann kommt's, da komme ich aber da später nochmal dazu. Da gibt es ein Audio-File. Bitte lootet alle Gegner. Dieses Audio-File triggert nachher eine geheime Mission an. In dieser geheimen Mission bekommt ihr einen legendären Raumanzug und dann am Ende dieser geheimen Mission, dazu komme ich nachher aber noch in meinem Video, weil da gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich erklären kann, gibt es dann ein legendäres Kampfschiff. Ja, Six Semper Tyrannis, sage ich nur dazu. Ja? Wir machen jetzt aber erstmal ganz normal die Hauptmission und dann sagen wir, let's do it, Party People is in the house. Genau so machen wir es. So, raus da. Schön, mein lieber Kane. Ja, ich bin zu nah dran. Ich bin immer so nah dran. So ein Scheiß. Was soll ich nur dazu sagen? Außer und jetzt suche ich Leute, die mir helfen, ihn umzulegen. Okay. Okay. Mein flammendes Schwert und meine Hand sollen euch richten. Ich werde Rache nehmen an meinen Feinden. Ja, genau. Die Flamme für Fuma. So, aufstehen. Okay, also. Jetzt haben wir angedockt. Jetzt machen wir die Hauptmission weiter. Und alle Gegner, die wir killen, müssen wir looten und müssen auf eine Audio-Files achten. Ich glaube, die heißt sogar Six Semper Tyrannis. Ist Latein. Ja, und ja, dann der Spaß an der Seite oder die andere Nummer wird sein, dass die Gegner, die dann auf uns warten, Level 20 sind. Das heißt, ich werde noch ein bisschen leveln müssen, bis ich da ja, das Erklärbär-Video machen kann, also weitermachen kann. Aber das ist auf jeden Fall der Einstieg. Die finde ich eigentlich gut. So, was haben wir hier? Geheimer Außenposten, das ist es. Geheimer Außenposten. Da haben wir sie.
Inventar, das müsste sogar schon sein. Wo ist denn mein Inventar? Okay, geheime Außenposten. Lass mich mal gucken, wo der Krimskrams ist. Das müsste es sein. Geheime Außenposten. Ja, das ist die geheime Mission. Ablegen. Nee. Untersuchen. Yippie-yay, du Schweinebacke. Yippie-yay, du Schweinebacke. Ey, Schweinebacke. Okay, das müsste das sein. Die geheime Mission. Geheimer Außenposten. So, geheimer Außenposten. Treue gegenüber der Crew, schon klar. Aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um den Nullbar bla bla zu gelangen. Ach, da müssen wir hin nach Denobla. Denebola. Oh Gott. 1b. Da müssen wir hin. Und dort gibt es einen geheimen Außenposten. Eine einmalige Gelegenheit. Schwingt den Arsch dahin. Sonst bereut ihr es für den Rest des Lebens. Da müssen wir hin. Genau, das ist die geheime Mission zum legendären Kampfanzug, Raumanzug und zum legendären Raumschiff. Das, was ja Fuma haben will. Gut, also nicht wegwerfen, der Scheiß. Das ging ja einfacher, als ich dachte. Checkt auch gerne meine Facebook-Seite aus. Dort teile ich immer neuen Content und kündige auch Livestreams an. Also lasst es krachen und mir dort auch gerne ein Abo da, um immer up-to-date zu sein für Fumas interaktiven Livestreams. Aber dann kam die Pointe.
kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Basis begebe, auf die Nebula 1B. Und sie endet nicht mit, ich hab dich lieb oder ich bin stolz auf dich. Nein, Sic Semper Tyrannis. Meine Güte, immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Genau. Das ist echt ein schwieriges Versteck, meine lieben Freunde. Ich habe die ganze Zeit auch nichts erzählt und habe euch eigentlich nichts anderes getan, als euch die schwersten Momente gezeigt, wie man sie löst. Ja, zum einen könnt ihr ja, wo ihr das Rätsel lösen müsst mit dem lateinischen Wort Tyrannis für Tyrann. Das ist ziemlich schwierig und danach halt, wie gesagt, die zwei Roboter hier rennen aber noch irgendwo an rum. Ich habe ihn ja doch gerade gesehen, wenn er nicht bescheuert da ist, oder? Boom, 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 komm schon. War's. Okay, haben wir noch irgendwo einen? Das ist. Da ist da oben das legendäre Schiff. Das ist das legendäre Schiff und hier gibt's hier hinten gibt's auch noch einen legendären Anzug da unten. Okay. Aber ich will nicht, dass das Video jetzt noch 3 Stunden lang geht. Wie gesagt, ich habe euch alles gezeigt mit dem Livestream ganz am Anfang, wie ihr diese Mission triggert. Und ja. Das war's letztendlich auch. Lasst mir gerne ein Däumchen oben da. Ich werde mir jetzt das Schiff holen. Und bis dahin sage ich wie immer, bleibt gesund und Semper Fi.
Wenn euch mein kleines Erklärbär-Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, damit ihr nichts mehr verpasst. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es werden auch weitere Erklärbär-Videos folgen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.